Ja, Rute, hallo? Von da nach da. Fleisch ist ein bisschen wenig. Sortiere Daten. Ich müsste jetzt so ziemlich von allem da nochmal nachlegen, jetzt wo ich den ganzen Schwung neuer Menschen habe. Das wäre sehr sinnvoll. Von daher, ich meine, theoretisch müssten wir noch um die 100.000 Menschen mehr versorgen können. Das sind noch ein paar mehr. Von daher, wir müssen da hin und wieder nochmal so ein paar Sachen mehr bauen. Man könnte da schön systematisch bei vorgehen. Hier in der Mitte ist schön Platz. Wie sieht es hiermit aus? Ja, einfach mal Beginne machen. Brückenbau. Schön Brückenbau. Wir können auch das andere hier nochmal ein bisschen fortsetzen. Die Mission hier. Ach, der rennt ganz außen rum. Bestätigt. Geh mal zumindest, dass es stimmt. Ja. Sollte passen. Das heißt, hier hinten ist schon mal ein guter Ansatz. Ich hätte nur gerne ein bisschen Achtung, geordneteres System. Hier ist Unterversorgung schön mit viel bestimmten Platz. Verbrauchsgütern entdeckt. Machen wir das mal da. Ja, irgendwas wollen die bestimmt haben. Du lässt mich in Der der wird Sache nicht gejammert. hängen. Sowas würdest du doch nie tun, oder? Nein. Warnung. Transportzentrum. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich schieb das mal hier hin. Was wollen die denn haben? Der Computer, ja, ist ja gut. Essen haben sie alles genug. Also zumindest das normale Essen. Ich werde auch mal so eine ganz normale Frittenbude hier nochmal ranschmeißen. Eine Biokost-Frittenbude. Nennt sich Reisfarm. Brückenentwicklung autorisiert. Das ist die schönste Platzierung, die ich je gesehen habe. Vielleicht sollte ich das nochmal tauschen hier. So. Und ich mache das mal auf die andere Seite hier. Ah, ist der Knaller. Reis haben wir da jetzt. Wasser hier, ne? Kann man direkt daneben nochmal ranpatschen. Idealfall wäre jetzt, dass man wirklich alles nochmal anordnet, neu anordnet, alles zusammenpackt, dass man quasi allen Reis immer nebeneinander hat, dass man alle Obstsorten immer nebeneinander hat. Sowas in der Art. Das wäre sinnvoll. Ja. Das hieß aber auch, dass ich sinnvoll bauen müsste. Beziehungsweise alles nochmal anordnen müsste hier. Da bin ich nicht so der Fan von. Deswegen mache ich das gerade mal nicht. Wir können das mal so ein bisschen versuchen. Grenze erreicht. Und ich weiß noch immer nicht die ganz idealen Anordnungen, wie das dann besonders hübsch sein könnte. Saft passt aber gerade. Wir haben da gerade mal 30 als Überschluss. Wir brauchen Algen. Ein bisschen. Ja. Ich hau da immer mal direkt alle Module ran. Irgendwann wird das schon ausgelastet sein. Und so schlecht ist die Bilanz hier nicht. Von daher, das wird schon passen. Sind wir da mal großzügig? Alles positiv. Hier Sojaböhnchen da, Sojagelöt. Sojafarm. Machen wir mal dahin. Zack, 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 zack. Ist auch erreicht. Das dahin. Ja, besonders hübsche Anordnung könnte man sich noch mal überlegen. Also Fleisch natürlich auch, fehlt natürlich auch noch. Es geht sogar, wenn man das so macht. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist nicht herrlich. Aber ganz eindeutig nicht. Es wird trotzdem funktionieren. Fleisch ist eigentlich genug da. Wir machen da trotzdem noch mal eine Produktion von. Wobei, das kann gar nicht mal mehr steigen. Warum nicht? Sind wir nicht produktiv genug? Es fehlt an Krempel. Okay, dann stelle ich die mal aus. Die kostet halt auch ein bisschen Geld. Also die Bilanz wird jetzt erstmal massiv wieder sinken. Aber das ist kein Problem. Es geht. Das, was wir jetzt hergestellt haben, das können wir auch nochmal eben schauen, dass wir dann so ein bisschen Überschuss nach oben schieben. Dann haben die da ein bisschen was Sortiere auf Daten. Lager. Das Fleisch auch. Die wollen auf dem Mond auch Fleisch Sortiere haben, meine Daten. ich. Ich mache mal auch so einen gewissen Überschuss nach oben. Objektprofil wird aktualisiert. Ja, das ist schon mal okay. Und wir können hier unten auch nochmal schauen, dass Objektprofil wir vielleicht wird aktualisiert. die ganzen Windkraftwerke da mal entfernen, weil die brauchen wir gerade mal. Wobei, ich mache das mal nicht. Ich lasse die erstmal da, solange wir hier noch weitere Gebäude bauen. Klamöttchen brauchen wir. Habe ich, glaube ich, alles. Da ist Maximum in der Mine.
Ich glaube, klamottentechnisch habe ich alles auf Maximum erstmal gemacht. Von daher werde ich dann eine neue Route hier ranwerfen. Eine neue Runde. Die Baubots, die können jetzt wieder weg. Die könnte ich halt komplett ausstellen, theoretisch. Beziehungsweise abreißen. Weil die brauche ich nun gerade mal wirklich nicht. Da haben wir erstmal genug von. Das werde ich mir für später trotzdem nochmal da lassen, falls wir nochmal expandieren wollen in andere Gebiete. Was durchaus eine gute Möglichkeit ist, sich ein bisschen auszubreiten hier. Eine Kobaltmine, oder? Kobalt? Ne, Silizium. Auch mal alles maximieren. Ich mache mal alles direkt ran. Das ist zwar relativ graphenlastig, dann teuer, aber das wird schon funktionieren. Die Chips hier. Das ist jetzt wirklich gerade mal Massenproduktion hier. Ah, da geht noch mehr. Grenze erreicht. Plus 39, okay. Ja, warum nicht? Warum nicht auch mal plus 39 haben? Egal wobei. Solange es nicht die Bilanz von der aktuellen Diät ist, dann ist ja gut. Weil da wäre plus meistens eher doof. Ah, ist ja spitzenmäßig angeordnet hier. Herrlich, es ist ja... Jau, da wird mir ja warm ums Herz bei... Ein Klamottenfarm braucht den ewig viel Platz. Klamottenfarm. Als ob man die Kleidung da direkt anbauen würde. Plus 19, wunderbar. Es versorgt zumindest jetzt auch so ein paar Leute mehr, ein paar Investoren kommen noch mit hinzu. Das passt schon mal. Und das ist sehr schön. Im Idealfall, ne, wenn man wirklich kosteneffizient auf der sicheren Seite sein wollte oder dann, wenn es wirklich am schönsten ist, steht hier überall eine Null. Allerdings ist das ziemlich schwierig, beziehungsweise man muss sehr viel rechnen oder sehr viel probieren, dass das passt. Das ist überhaupt nicht mein Fall gerade mal. Das ist nicht, muss ich nicht haben. Ich stelle erstmal ein bisschen Replikatoren her. Dafür brauchen wir Diamanten und aber auch andere Sachen, die wir noch nicht haben. Das ist gerade mal das Problem. Da ist die Straße angeschlossen. Ich versuche das nebenher noch ein bisschen mitzumachen hier. Da ist noch eine Bombe. Wahrscheinlich wird der die nächste sein. Die kann man sogar gerade schon sehen. Ja, wunderbar. Hier auch nochmal hin, Sprengstoffen. Dass wir hier oben vielleicht Diamanten abgraben. Das wäre mal ganz schön. Diamantmine, hallo. Investoren. Weil die Replikatoren, da haben wir einmal eine Diamantmine, ne? Liefert Diamanten zur Weiterverarbeitung. Benötigt Bergbauplatz 10 Diamanten pro Minute, kippt das Ding aus. Nanoschleife braucht Diamanten, um Multispektrismen zur Weiterverarbeitung zu produzieren. Produziert 6 Stück davon, verbraucht 5 Diamanten und eine mal seltene Erde. Das heißt, das müssen wir hier runterschaufeln. Und die Replikatoren braucht Mikrochips und Multispektrismen, um Replikatoren zu produzieren, die ihre Angestellten verlangen. Ja, Mikrochips basteln wir gerade schon durch die Kleidung. Und die seltene Erde müssen wir halt noch runterschaufeln hier. Und, nicht zu verachten, die Diamantmine gleich teuer. Sehr teuer. Auch hier die Weiterverarbeitung, Nanoschleife. Alles sehr, sehr teuer. Ist wirklich alles sehr teuer. So, einmal hier oben noch ein bisschen Krempel. Zack, passt schon. Und da fehlt es an Strom. Das heißt, kann ich hier das ein bisschen verschönern noch. So, herrlich. Wir bräuchten auf dem Mond mehr Strom. Wir produzieren ja erst, keine Ahnung, wie viele tausend Stromeinheiten. Die Bilanz ist gerade mal sehr, sehr gering. Wir produzieren aber auch gerade viel, viel mehr Krempel als notwendig. Und wir werden auch noch Geld kriegen, wenn gleich das mit den seltenen Erden funktioniert. Aber das ist, na, gerade diese höchsten Bausachen, diese höchsten Produktionsstufen, die sind teuer. Die sind richtig, richtig teuer. Aber wenn man die entsprechend erfolgreich macht, dann bringen die auch massiv viel Geld. Die Bilanz steigt massiv nach oben. Es kommen ordentlich neue Investoren dazu. Die sind ein Stück weit glücklicher. Noch nicht komplett glücklich.
Weil, warum nicht genau? Weil noch zu wenig. Machen wir da noch was ran? Boah. Immer noch minus 1, warum? Ach so, weil... Na gut, im Moment fehlt Strom. Hier, komm. Habe ich nicht irgendwo ein Hydrokraftwerk hier? Gezeitenkraftwerk? Ich musste doch bestimmt noch eins haben irgendwo, was ich mir noch ausbauen kann. Ach, guck mal, hier hätte ich noch einen Algenfarm gehabt. Ja, hier, komm. Mach ran, den Quatsch. Warnung. Energienetz überladen. Ja, ist ja gut. Dann machen wir halt ein bisschen Windkraft. Weil die im Vergleich zu dem, was man hier aktuell verbraucht, so wenig bringt. Weil ein so ein Gebäude kostet oder verbraucht 500 direkt. Deswegen bin ich da gerade mal so ein bisschen versucht, die Energiewartung hier etwas runter zu kurbeln. Das verbraucht auch nochmal 400. Das sind Sachen, die man hier wirklich sinnvoll machen kann. Schon läuft's auch. Schon könnte ich das hier wieder abreißen. Bei den normalen Produktionsgebäuden finde ich Energiewartung noch mit das Sinnvollste, was man da reduzieren kann. Ansonsten bei den Energieproduzenten entsprechend die Strombilanz. Die Geldbilanz vielmehr. Geld pro Strom. Bestätigt. So, wo ist die nächste Bombe? Hallo? Wo wird hier eine einschlägige Erfahrung gemacht? Na, jetzt nimm das mit. Nimm das mit. Fahr dahin. Volle Kraft voraus. Ja. Es sieht so aus, als wüssten sie Effizienz zu schätzen. Genau wie ja. Ich. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für sie. Im Gange. Bauen und unterhalten Sie Sicherheitsabteilung in Walbrookbecken. 3 von 6. Jo, das ist kein Problem. Wir brauchen hier sowieso noch welche. Erstmal bilanztechnisch hier immer noch minus 1. Ja, Replikatoren. Das liegt aber jetzt auch wirklich daran, weil hier, glaube ich, zu wenig Durchsatz ist. Ja. Firmenstufe 26, die passt schon. Die Marken werden immer beliebter. Yay. Bilanz steigt auch massiv. Leute steigen auch massiv. Wir haben eigentlich von allem relativ Überschuss da. Ich weiß nicht, was als erstes da quasi versagen wird. Wahrscheinlich erstmal hier der Saft. Aber an sich ist das alles schon mal ganz cool. Da können wir auf jeden Fall noch einige Leute mehr mit unterhalten. Also wir könnten, also unsere Materialien pro Einwohnerbilanz ist gerade mal noch viel zu hoch. Das heißt, wir können da mal so ein bisschen mehr Leute hier anbauen und unsere Geldeinkommen so ein bisschen steigern. Das wäre mal ganz cool. Weil wir haben gerade die ganze Zeit einen Überschuss. Oder man würde halt sagen, hier komm, man macht so lange, bis das Lager voll ist und dann schaltet man alle Produktionsgebäude aus, bis das Lager wieder leer ist. In der Zeit hat man die Bilanz seines Lebens. Danach schaltet man die ganzen Krams wieder an. Allerdings, ja, irgendwas wird man dabei vergessen. Und das wäre ziemlich umständlich. Von daher wäre das ziemlicher Quatsch. Zumindest meiner Ansicht nach. Ach, guck mal, wie das hier passt. Herrlich. Da wollen sie auch Polizei haben, beziehungsweise Sicherheit. Dann schiebe ich die Sicherheit mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, ich habe keinen Platz. Sicherheit. Ah, das geht gerade so. Wunderbar. Ist der Bergbauplatz noch frei hier? Das heißt, es fehlt noch im Moment ein weiteres, genau, 6 Stück. Ich könnte jetzt einfach irgendwo eins hinwerfen. Mache ich auch. So. Am besten 2 direkt nebeneinander, das ist schön. Nehmen wir was hier hin. Weiter ist das nächste. Machen wir es mal hier hin. So. Das Ganze eine Viertelstunde lang halten. Warum auch immer man das unbedingt so lange halten muss. Wahrscheinlich, damit man die nicht schnell baut und dann sofort wieder abreißt, weil das eigentlich Quatsch ist.
zu viele zu haben. Die wollen auch Transport haben, ja. Ist sowieso gerade eine Unterversorgung davon. Da mal ein bisschen was davon. Auch hier, das ist halt zu wenig. Minus 6. Von daher, das bräuchte mehr, aber das, ja. Das bräuchte tatsächlich sehr viel mehr. Und da fehlt es an so Kleinigkeiten hier. Ist schön. Das wäre total sinnvoll hier. Aber ich mach das mal. Einfach mal an den Rand der Welt. So. Wird schon passen. Wie ist die Bilanz? Plus 7, okay. Also es ist die Bilanz alleine hilft auch nicht unbedingt, ne? Also plus 7 stimmt zwar, aber auch das hat ja nur einen gewissen Einzugsbereich, in dem das quasi funktioniert. Von daher. Wie schaut's denn aus? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wenn die Bilanz positiv ist, ob dann irgendwo tatsächlich doch noch Gebäude sind, die nicht damit bedient sind. Da bin ich mir gerade mal absolut nicht sicher. Aber es hilft zumindest nicht, wenn man quasi hier hinten ganz viele von den Gebäuden baut und auf der anderen Insel brauchen die das eigentlich. Also die fahren da nicht extra ganz durch die halbe Weltgeschichte, damit die zu dem Gebäude hinkommen. Das nicht. Okay, produzieren sie Replikatoren? Ja, produzieren sie Androiden? Brauchen wir noch? Wir schauen nochmal. Puh, was schauen wir denn mal? Bilanz ist gut. Bilanz ist gut. Boah, ist okay. Ist okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, an welcher Stelle ich gerade mal Hand anlegen möchte. Wahrscheinlich auf dem Mond mehr Strom noch produzieren. Da haben wir noch nichts maximiert. Schön, dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Ach, da unten können wir die Brücke auch ausbauen. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier. Ja, ist ja gut. Ja, es kam jetzt auch ein erster Patch zu dem Spiel, der 12 GB groß ist. Ich habe keine Ahnung, warum der so groß ist. Da werden sich die Leute freuen, die sich das Spiel extra auf DVD gekauft haben, weil deren Internet Murks ist. Weil die nicht irgendwie alle 15 GB vom Spiel herunterladen wollten mit ihrer ISDN-Leitung. Die werden sich jetzt freuen, ne? Die laden dann erstmal irgendwie Ewigkeiten runter. Für einen Patch. Ich habe noch nicht ich habe noch nicht festgestellt, was sich geändert hat. Man hätte vielleicht in den Patchlog schauen können. Aber 12 GB, das ist. Andere Spiele sind nicht mal so groß. Warum? Das ist. Da hat man quasi das ganze Spiel nochmal heruntergeladen. Ich weiß nicht warum genau. Das ist auf jeden Fall ein bisschen sehr viel. Das Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Warum haben wir da keine Mondnahrung? Positiv? Das verstehe ich gerade mal nicht. Ach so, das Eis ist aus. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, du mich auch. Das Eis war aus. Verdammt. So, hier, mach mal Strom. Der Strom muss billiger. Creditwartung. Ja, hier, ne? Arbeiterbilanz. Ich habe immer genug Arbeiter, glaube ich. Zumindest bei den Hauptgebieten jetzt. Vielleicht sieht es anders aus, wenn man da wirklich noch andere Sektoren besiedelt, wo man dann quasi nur Rohstoffe haben will. Dass man da quasi möglichst wenig normale Leute hat, die direkt verbrauchen. Aber ja, auch sowas wie Logistik, meine Güte, dann baut man halt ein Lager hin. Das kostet jetzt nicht so viel. Das ist kein Lager, das ist eine Wartung. Lager. Große. Das ist ein Lager. 500, ja. Ist klar, es kann. Klar, wenn man das alles optimieren will, kann man das alles sparen. Wenn man das unbedingt will. Natürlich geht das. Ja. Wir haben mehr Strom. Ja, aber wir können noch mehr Strom machen. Hier mal ein bisschen übertreiben. 5000. Das läuft aber noch, ne? Das verbraucht halt echt nicht viel hiervon. Von daher, das ist schon okay. Fusionsgeschichte. 100.000 fehlen mir. Ja. Und da schaufeln wir nochmal ein bisschen was nach unten. Ein bisschen mehr vielleicht. So ein paar Tausend. Das passt schon. Die anderen paar Tausend schaufel ich nochmal in die Arktis vielleicht. Beziehungsweise ich lasse mir oben mal ein bisschen was über. Verarbeite Informationen. Das heißt, ich werde hier oben mal im Eis. Du expandierst tatsächlich.
Ja. Für dich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Ja, werde ich mal die ganzen Kraftwerke ausschalten bzw. wegschmeißen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die wirklich wegschmeißen will, weil im Zweifelsfall ist das ein bisschen doof dann. Aber wir haben hier ein paar Kraftwerke über quasi. Wobei das gerade mal echt nicht so viele sind, wie ich gerade mal sehe. Sind es überhaupt noch welche? Da ist eins. Oh, es ist weg. Oh, schade. Es war so schön. Mit dem Aluminium, ich weiß gar nicht, warum wir da so viel von haben. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das kann ich mal ausmachen.